Ja, moin! Ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster 2. Das Format, bei dem wir auf der einen Seite versuchen, einen guten Freizeitpark zu bauen und auf der anderen Seite alle möglichen Bullshit-Features von diesem neuen Game finden. Na guck mal, die ist auch schon am Suchen. Wir haben dafür letzte Folge schon einige der vorgefertigten Fahrgeschäfte gebaut. Nur leider kommen die Hälfte der Leute nicht mal am ersten vorbei, sondern bleiben einfach hier vorne stehen und gehen dann wieder nach Hause. Was soll das denn eigentlich? Ganz am Ende letzter Folge haben wir dann diese drei Rutschen hier eröffnet mit einem Customized Pool, der an allen Seiten Wellenbecken hat, wodurch auch manche Besucher schon ein wenig Panik geschoben haben und mittlerweile keiner mehr in dieses Becken reingeht. Könnte aber auch daran liegen, dass mir das Spiel legit sagt, hey, du hast hier nicht genügend Rettungsschwimmer. Wo sind denn meine ganzen Rettungsschwimmer, ne? Wegen denen wird sich die ganze Zeit beschwert. Na gut, meine Rettungsschwimmer stehen halt auch mitten in der Pampa rum. Ah, vielleicht sollte ich mal so einen Rettungsschwimmerstuhl bauen. Das klingt sogar ganz sinnvoll. Aha, und durch unsere sechseckige Form haben wir auch so ganz kleine Ecken, wo einfach nichts gesehen wird. Ja, genau an der Stelle darf halt dann mal kurz keiner sterben. Ich hätte für die heutige Folge gebockt, dass wir dieses ganze neue Pool-Theme, was ja jetzt mit Planet Coaster 2 dazugekommen ist, noch ein bisschen ausbauen. Und macht es nicht einfach auch total viel Sinn, unsere ganzen Pools miteinander zu verbinden? Ich meine, ja, das bohrt sich jetzt hier so ein bisschen in den Gehweg rein, ne? Es gibt Schöneres, aber hey, dafür haben wir jetzt hier so einen riesengroßen Pool. Und einen fliegenden Mülleimer. Ey Leute, nicht vom Beckenrand springen, das ist bei mir tatsächlich wirklich nicht safe, weil ihr könnt im Mülleimer landen. Für den neuen Bereich nehmen wir dann nochmal so einen hohen Rettungsschwimmerstuhl. Dann sollte hier alles überdeckt werden, ne? Jetzt haben wir halt diese eine Wellen an lage ich einfach mitten im Becken, aber ich glaube, das scheinen die Leute jetzt erstmal nicht zu stören. Hier haben wir noch so Strömungsdüsen, ne? Die kommen auch immer gut an, davon könnten wir auch mal ein paar anbringen. Und wenn ich einen von euch sehe, der da sein Lümmel reinhält, ne? Dann gibt's aber einen richtigen Anschieß von mir. Ja, ich sehe das als Bademeister. Unsere Wasserpumpe und unsere Stromkasten hängen jetzt gerade auch so halb in den Pool rein, das sollten wir vielleicht auch mal ändern. Beziehungsweise hält mich irgendetwas davon ab, das mitten in den Pool reinzusetzen? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die Leute das halt nicht so ästhetisch finden, ne? Das hat ja auch Einfluss auf die Zufriedenheit der Besucher, ne? Aber das ist mir gerade absolut wert. Der Stromkasten kommt jetzt hier schön mittig in den Pool rein. Und diese viereckigen Felder, wo die vorher drin waren, bleiben halt einfach stehen. Junge, das ist so turbo-hässlich. Können wir das vielleicht wegmachen? So, jetzt passt wieder alles. Hier ist auch noch Platz für die Liegen. Dann haben die einen schönen Ausblick auf den Stromkasten. Ja, ich weiß, dieser Kanal ist eigentlich dafür da, dass wir Spiele auch mal richtig spielen und versuchen, hier Fortschritt zu machen. Aber das Ding ist, wir sind im Plus. Die Leute sind happy, ne? So ein bisschen Schabernack darf man sich halt hier auch mal erlauben. Und ich habe gerade den Tab gefunden, wo man Mülleimer und Bänke und sowas manuell setzen kann. Ich war da in der letzten Folge etwas aufgeschmissen, weil einfach Mülleimer wirklich an... Ich konnte die halt nur so mit dem Weg setzen, ne? Und dann ist halt alles voll mit Mülleimern und das war richtig hässlich. Ja gut, dass es da Alternativmöglichkeiten gibt. Man kann jetzt eure Brotzeit vorm Scheißhaus machen. Und guck mal, langsam wird es hier vorne immer voller. Auch wenn kein Mensch Bock hat auf diese zwei Rutschen, sondern alle nur auch hier auf die dritte rauf wollen. Vielleicht war das nicht so gut, die kompletten Lappenrutschen neben die große zu stellen. Warte mal, lässt mich das Game ein Sprungbrett in den Stromkasten setzen? Ja, da spricht jetzt erstmal nichts dagegen. Aber aus unerklärlichen Gründen will da keiner mit rumhüpfen. Ja, okay, wir setzen vielleicht doch woanders hin. Aber ganz ehrlich, mittlerweile hat unser Pool mehr Features als jedes Schwimmbad bei mir in der Gegend. Wir müssen uns halt noch um so ein bisschen Deko kümmern. Das könnten wir jetzt mal ganz schnell machen, ne? Aber dann würde ich sagen, können wir den Pool dann erstmal so belassen. Ich versuche gerade hier so den fettesten Baum zu finden, den es gibt in diesem Game. Ja, komm, mit dem hier kann ich arbeiten. Boah, es gibt Korallen. Es gibt hier so Szeneriepinsel. Da kann ich jetzt theoretisch auch einen neuen Pinsel hinzufügen. Das probieren wir jetzt mal aus. Den nenne ich Korallen. Und da füge ich jetzt hoffentlich auch mehrere Korallen hinzu. Yes, du kannst hier einfach alle Korallen reinhauen. Und dann hast du so einen richtig eigenen Pinsel, mit dem man hier so ein bisschen randomized die Sachen verteilen kann. Hä, das ist ja richtig geil. Und von jeder einzelnen Koralle kann ich dann noch sagen, hier zufällige Drehung, wie viel die Größe immer wieder randomized skalieren kann. Was ich nicht sagen kann, und das ist hier die einzige Kritik wirklich, normal kannst du auch die Farben der einzelnen Korallen anpassen. Das geht hier scheinbar nicht, wenn du den Pinsel benutzt. Dass du sagst so, hey, ich hätte ganz gerne die ganzen verschiedenen Korallen, aber auch mit randomized Farben oder so ein paar Farben-Presets, die ich benutzen möchte. Jetzt habe ich hier den Korallenpinsel. Ich mache den Stärke 100%, weil ich will schon viele Korallen haben. Man kann den auch an Oberflächen ausrichten. Das bedeutet, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Wenn man solche schiefen Wände hat, wie hier zum Beispiel unsere noch undekorierten Mitarbeitereinrichtungen, dann funktioniert das ungefähr gar nicht, weil die, glaube ich, zu klein sind. Aber an sich sollten die dann auch so schräg an der Wand angebracht werden können. Aber ja, die spawnen hier zu weit weg. Also scheinbar kann an dem Gebäude nichts hingemacht werden, ne? Aber ihr versteht es vom allgemeinen Prinzip. Andere Sachen können jetzt hier auch so schräg dann an der Wand sein. Jetzt habe ich den Pinsel so viel gelobt, ne? Und kann direkt alles wieder zurücknehmen, weil du kannst den Pinsel nicht innerhalb vom Pool benutzen. Heißt, wir könnten hier außen halt alles dekorieren, wie wir drauf lustig sind, ne? Aber im Pool geht der aus. Perfekt, dass ich den, glaube ich, mal für die eine Sache verwenden will, für die er nicht nützlich ist. Ja, der Pinsel hat leider immer so einen gewissen Mindestabstand hier zu den Besuchersachen hin. Aber es ist trotzdem pretty. Wenn ich die Korallen einzeln setze, sieht
sieht es im Moment aber danach aus, als könnte ich die nicht randomized drehen lassen, was im Vorgänger schon ging, außer ich übersehe es gerade einfach nur, aber ich habe jetzt eigentlich alles durchgeguckt. Aber gut, wir wollen jetzt auch mal nicht die Probleme suchen, ne? Also ich würde schon sagen, dass sich die Möglichkeiten, wie man hier seine Umgebung gestaltet, auf jeden Fall weiterentwickelt haben. Perfekt, die Korallen tragen einfach nichts zur Szeneriebewertung bei. Ja, merci. Wir müssen so ein bisschen versuchen, hier diese ganzen Industriesachen zu verstecken, ne? Weil das schreckt die Leute halt immer richtig ab und zieht hardcore die Bewertung runter. Hier so ein bisschen Schilf, das passt doch eigentlich thematisch ganz gut, oder? Das können wir hier insgesamt noch ein bisschen mehr einsetzen. Auf die Fahrgeschäfte selbst drauf kann man auch Sachen hinstellen. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Und was ist denn jetzt passiert? Haben wir kein Wasser mehr? Ah, warte mal, werden wir die ganze Zeit hier dekorieren? Wir haben zu wenig Mitarbeiter, die Sachen gehen alle kaputt. Ach du Scheiße. Aber wenn ich hier noch mehr Personal hinstelle, die suchen sich eigentlich dann schon selbst ihre Arbeit, ne? Das kriegen die noch ganz gut hin, weil ich hätte gar keinen Bock, jeden von denen irgendwie einzeln die ganze Zeit zuzuteilen. Was macht denn eigentlich unser Techniker? Der sollte doch hier mal alles reparieren. Okay, der ist aber am Machen, ne? Also es ist nicht so, dass er hier die ganze Zeit am Faulenzen ist, der ist nur einfach ein bisschen zu langsam. Es bewegen sich halt leider alle Menschen etwas langsam, weil die einfach keinen Platz haben, glaube ich, wegen diesen ganzen Bänken und Mülleimer, die wir hier hingestellt haben. Ich war mir jetzt nicht bewusst, dass die den Menschen so hart im Weg sein können. Wir setzen die mal nochmal einzeln und ein bisschen weniger davon. Ah, ich habe die Wasserpumpe zu weit weggestellt und jetzt kommt die dann nicht mehr vernünftig überall hin. Boah, das ist ja übelst nervig, wenn du dann überall hunderte von diesen Filtern haben musst. Die sind dann auch immer so hässlich, dass du die irgendwie verstecken musst. Aber wir lassen jetzt mal ganz kurz das Poolgelände sein, ne? Ich will mich mal um neue Sachen kümmern. Was ich jetzt eigentlich unbedingt machen wollte heute, ist mal mein erstes wirkliches Fahrgeschäft selbst zu gestalten. Aber weil wir halt hier das Spiel jetzt mal normal spielen und das alles freischalten müssen, haben wir jetzt am Anfang auch noch nicht die dicksten Achterbahnen. Guck mal die hier, die sehen richtig dämlich aus. Ich würde mal sagen, die nehmen wir. Perfekt, die nehmen wir nicht. Alter, es gibt jetzt schon DLC-Bonusinhalte. Wirklich, fick dieses Game. Keinen Cent gibt's von mir hier. Wir nehmen so einen scheiß Zug, Deutsche Bahn, Abfahrt. Das ist eine Achterbahn, die halt jetzt für den Anfang noch relativ wenig Customization zulässt. Also ich kann die kaum rotieren und auch nur in so, ja, festen Bereichen hoch und runter fahren lassen. Ich versuche das mal hier so ein bisschen am Wasser entlang zu bauen. Also ganz rein geht nicht, ne? Aber so in die Nähe geht schon. Dann versuchen wir auch immer hier die Winkeldrehung richtig zu machen, ne? Dass die G-Kräfte auch vernünftig funktionieren. Ich finde es auch gut, dass man einstellen kann, ob man halt diese Stützen haben möchte für den ganzen Bereich, ne? Dass hier die ganze solche Pfähle runtergehen. Aber die kann man auch einfach ausmachen. Was ganz cool ist, weil dann steht dem ganzen Ding halt nicht permanent irgendwas im Weg und wir haben nicht alles voller Pfeiler mitten durch den Pool, ne? Das gibt nochmal ein bisschen mehr Freiraum. Finde ich ganz nice. So, dann fahren wir hier wieder zurück und haben jetzt hier lauter solche Tunnel gegraben, weil wir scheinbar nicht ebenerdig fahren können, sondern einen Tunnel dafür brauchen. Ach, keine Ahnung. Ich mache jetzt hier mal auch so einen Weg, der dann einfach so über das Gelände drüber geht. Das ist jetzt hier fast ein bisschen knapp geworden. Jetzt mal in der reinen Theorie. Kann der Zug da trotzdem durchfahren? Dann kann ich mal ein bisschen schneller werden. Hier 8 km/h. Alter, leckt mich am Arsch. Hier voll aufdrehen. 24 km/h Höchstgeschwindigkeit. Abfahrt. Ich kann das Fahrgeschäft wirklich so starten. Ja, schön, dass ihr schon alle angesprintet kommt. Ja, setzt euch alle schon rein, ne? Das Ding hat noch nicht mal Strom. Ich weiß noch nicht genau, wie das mit den Solarzellen funktioniert. So kann ich theoretisch einfach so an ein Eck, wo es halt dann einfach hässlich wird, die ganzen Solarzellen hinstellen und dann ist auch gut. Scheinbar schon, weil ich kann hier auch dann die Verteiler miteinander verbinden und die sind dann einfach in einem großen Stromsystem drinnen, ne? Und jetzt sollte der Zug dann auch fahren. Jawohl, und Abfahrt. So, wie sieht denn das jetzt aus, wenn der hier am Ende einfach so durch den Boden durchkracht? Yep, das sollte genau so passieren. Da wird einmal allen Leuten hier die Knöchel weggezogen. Genau so will ich das sehen. Dann wollen wir mal den Bums auch noch so ein bisschen dekorieren, ne? Ich bleib so ein bisschen in diesem tropischen Theme. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen mit dem restlichen, was wir bis jetzt dann gebaut haben. Jo, Alter, was habe ich da für einen Baum gefunden? Alter, das ganze Spiel ist am Ruckeln wegen dem Carpock-Baum. Ja, den bauen wir mal lieber nicht. Ich hätte aber Bock, dass wir hier so eine kleine Felsstruktur hinmachen, ne? Wo wir sowieso so ein bisschen unterirdisch gehen. Nehme ich jetzt mal so verschiedene Felsen und baue hier so einen kleinen Tunnel drüber. Von der Statik her nicht ganz so realistisch, aber ist mir egal. Das muss nur schön sein, nicht wirken. Oder wie geht der Spruch? Muss nicht schmecken und die Steine schmecken bestimmt nicht. Ja, warum wir sind eigentlich die ganze Zeit hier so stockdunkel, Junge? Ich sehe überhaupt nichts. Na, was sagt ihr? Kann sich schon sehen lassen, so, oder? Dann kommen da noch so ein paar Sträucher. Ja, das könnte ganz hübsch werden. Wir haben halt doch noch einige Leute, die sich so nicht wirklich unterhalten fühlen, aber da sind wir auch ein bisschen daran gebunden, was unsere jetzigen Achterbahnen halt so können. Ich meine, wenn wir es einfach nur schön haben wollen, ne, dann ist es wahrscheinlich am einfachsten, diese Baupläne hier zu verwenden. Ich will aber eigentlich schon das meiste einfach custom machen. Aber so ein paar schöne können wir schon hinstellen. Also diese Riffs, die hier so vorgefertigt sind, die sehen halt schon hart geil aus. Das ist halt nur alles viel zu groß. Komm, eins davon setze ich jetzt hier rein, okay? Da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Was kommt da denn raus? Hold up! Seit wann gibt es hier sowas wie Tiere, die sich bewegen? Junge, gibt es auch noch so Wasserbälle? Ich habe nochmal einen komplett neuen Tab an Pool-Deko gefunden. Wie geil! Hier singende Aale. Wenn ich die suche, dann finde ich die. Ich wüsste aber gerne, welche Kategorie die an Deko sind, ob es da noch mehr gibt, was sich irgendwie so bewegt.
bewegt. Hier, Animatronics. Denn welcher Wasserpark braucht nicht so eine Dark Souls Schmiede? Beziehungsweise so einen Dark Souls Endboss, der dann so entgegengefahren kommt. Das passt so absolut gar nicht in die Optik von unserem Park, ne? Und ich will das Ding haben. Ich stelle den so hier oben in diese Felsen rein, ne? Dass der hier so ein bisschen quasi oben drauf rumfährt. Das könnte cool aussehen. Dann machen wir noch so ein bisschen Steine hin, um quasi diese Schiene zu verdecken, ne? Und dann darf der da oben jetzt eine Runde austicken. Wirklich, ich baue so viel Scheißdreck. Wieso sind wir 17.000 im Plus? Dieser Park dürfte sich halt eigentlich wirklich überhaupt nicht lohnen. Und weil mir das noch nicht genug Geld ist, machen wir jetzt hier schon mal die nächsten Essens- und Getränkestände und Geschenke und was es sonst noch so gibt, hier diesen Weg entlang, weil da haben wir danach Platz, um den Park noch weiter auszubauen. Und ich sehe gerade, wenn ich nicht die fertigen Shops baue, dann bräuchte ich auch explizit nochmal Verkäufer, weil die werden nicht automatisch angestellt. Yep, das merke ich potenziell gerade wieder ein bisschen spät. Wahrscheinlich machen wir deswegen so viel Plus, weil wir einfach niemandem Gehalt zahlen. Und ich glaube, der Park ist auch groß genug, dass wir uns jetzt mal einen zweiten Hausmeister holen können. Leute, welches Maskottchen wollen wir eigentlich haben? Also ich sehe uns eigentlich beim stacheligen Kerl. Halt, unser Park hat noch nicht genügend Stellen, an denen man sich verletzen könnte. Was? Gäste können keinen Parkeingang finden und wollen gehen. Wollt ihr mich verarschen? Also das ist jetzt ja wohl definitiv ein Skill-Issue. Ich würde aber mal sagen, mit dem, was wir jetzt heute hier gebaut haben, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Dieser Hoodie ist jetzt in meinem Shop erhältlich. Wir haben seit kurzem Merch und sonst reicht es auch wieder mit der Eigenwerbung. Bis nächstes Mal. Ciao!